Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Starbound. Ja, es wird wieder ein interaktives Let's Play und blind, also ich habe es noch nie gespielt und auch nur sehr wenig geschaut. Und ich werde vielleicht ein bisschen eine Story entwickeln, je nachdem. Und ja, relativ viel erkunden, viel kämpfen, aber auch bauen und ja, dekorieren, Sachen suchen und so weiter. Also es wird sehr abwechslungsreich und ja, wir starten mal im Singleplayer und man kann so viele Charakter stehen. Nice, das ist mal nice. Okay, dann gibt's hier Spezies, Affenmensch, Florian, Glitch. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwelche Bonis haben. Wir nehmen, kann man einen Chocobo machen? Ein Gorilla können wir LOL, männlich und weiblich Symbol. Hier hat es eine Rose. Nice, also eventuell haben sie verschiedene Bonis. Wir nehmen, ja, wir nehmen einen Roboter für den Anfang. Ich weiß jetzt nicht, was ihr am liebsten mögt. Könnt ihr mir in den Kommentaren ein bisschen erzählen darüber. Und jo, ich weiß nicht. Paint Color. Machen wir schwarz oder so. Machen wir einen Darth Vader oder so. Gehirn. Ein Auge. Satelliten. Oh. Ich sah irgendwo. Kann man noch hier noch Hair Color. Nein, dann nehmen wir ohne braune Mütze. Einfach so ein paar Kabel. Sieht irgendwie am besten aus für mich. Oder ein Kreuz. Hier, das wollte ich. So, dann Shirt. Da müssen wir irgendwas abgespacedes nehmen. Entweder das da. Ja, das da. Und die Pants. So. Personalität. Yeah. Tussi. So natürlich. Okay, die Kabel lassen wir rot. Dann können wir noch die Farbe des Gesichtes ändern. Und hier machen wir schwarz oder rot. Machen wir rot. Und hier unten können wir blau nehmen. Ja. Also machen wir normal Hardcore oder Permatot. Machen wir für den ersten Charakter natürlich normal und nennen ihn, wie nennen wir ihn denn? Robo Drago. So. Gut, Robo Drago, du startest jetzt. Und was gibt's? Eine Zwischensequenz oder irgendwas ähnliches oder einfach nichts? Oder einfach ein Lag? Ein ganz langer Ladeleg. New cast as one of the few glitch to activate archive self-awareness you force for. Ich verstehe es nicht. Ich will auf Deutsch. Ich muss einen Mathe-Manipulator suchen. Okay. Nee.
Tech 3D Printer Changel. Was ist das da? Ship Locker. Da hat es Items, die kann man mitnehmen. Ich denke, die mache ich auf die 2. Was ist das? Eine Flashlight mache ich auf die 3. Bolt Bulb Seed, die nehme ich mal mit. Ein Runenschwert kann ich auf links nehmen und Seeds nehme ich auch mal mit. Sonst hat es hier noch eine zweite Tasche, was es ist. Die Leben, die Energie, die, der Schaden und die Defensive. Und wir können 2 Pets mitnehmen. Okay, wir haben es geschafft. Das war also der Manipulator. Und wir akzeptieren. Einen kräftigen Table. Wir brauchen Energie. Also das die hier unten ist wahrscheinlich der Planet, wo wir hingeportet werden. Sieht irgendwie sumpfig aus. Und das Schiff sieht irgendwie ein bisschen mittelalterlich aus. Oder so Steampunk. Okay, man kann hinschauen, wo die Tastatur, die Maus ist. Und ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt aufs Portal gehen. Warp to Planet. So. Okay. Dann müssen wir das mit der 1 benutzen. Und jetzt fällt wahrscheinlich der Baum um. Hallo? Passiert nichts. Ist der vielleicht zu sehr ja, am Baum, am Ding, dass er nicht umfällt. Oder brauchen wir einfach länger. Komm schon, zitter. Fall um. Was haben wir denn da für ein schlechtes Teil? Okay, wir haben es geschafft. Und ins Wasser kann man, ohne zu verglühen oder zu sterben irgendwie. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Wir haben 15, okay. Gut zu wissen. Das auf der 5 könnte ein Ding sein, ein Setzling oder so. Da müssen wir dann noch herausfinden. Also, unser Roboter ist auf einem Planeten, auf einem fremden Planeten gestrandet. Und ja, jetzt könnten wir eigentlich eine Story machen. Ich brauche Ich brauche das Holz, daraus mache ich irgendwas. Wenn man 4 drückt. Aha, kann man es platzieren. Ja, was muss ich machen? C. Ja, das ist das Crafting Table, also. Man kann hier Wooden machen, dafür brauchen wir Wooden Planks. Da machen wir mal 10 Stück. So, und jetzt können wir noch nicht. Wir brauchen nochmals 5 Stück. Jetzt können wir es machen. Und es regnet. Okay, wir müssen Alien Monster töten, um Fleisch zu bekommen. Jetzt drücken wir I und platzieren mal die Crafting Table hier hin. Drücken nochmals C. Dann können wir noch ein Campfire machen. Und ja, für mehr brauchen wir noch neue Rohstoffe. Dann bauen wir das Crafting Table wieder ab und nehmen es mit. So, also,
Ja, Logbuch Eintrag 1. Wir sind heil am im Planeten angekommen und suchen jetzt nach Nahrung und Rohstoffen. Es ist ein angenehmer Planet, der uns ja reichlich Rohstoffe beschert, Grundrohstoffe. Leider haben wir noch eine sehr schlechte Abbaugeschwindigkeit. Wir müssen es ein bisschen verschnellen, indem wir 4 auf einmal abbauen. So. Und dank der Seitenansicht sehen wir hier eine Höhle. Wollen wir hier kurz in die Höhle. Ich müsste mal eine Fackel setzen. Ja, die Höhle geht weiter, aber das werden wir nachher machen. Und wir können sehr hoch springen. Und wir haben es geschafft, aber wir haben sehr viel Leben verloren. Wir müssen aufpassen, weil sonst verlieren wir diese Pixels. So, und das scheint Eisen zu sein, das ist nämlich rostig. Und die Musik, die erinnert mich so an Minecraft. So, hier drüben haben wir die Symbole. Was ist eine Lupe? Buten mit Lotus. Also eine Lotus. Ein Lotusbaum oder so. So, was ist das? Ah, das sind Pixels. Pixel-Container. Sehr gut. Ich will die 1 benutzen. Nicht abwählen. Im Hintergrund sehen wir Zivilisation oder so. Vielleicht finden wir irgendwo etwas. Ich hoffe schon. Also, dann werden wir uns hier irgendwo niederlassen. Und ja, mal schauen, was wir so bauen können. Ah, ich ertrinke bald. Irgendwie in 2 Jahren. Ah, nein. Ah, jetzt ist das Wasser ein bisschen tiefer. Gut, wir können noch atmen. Braucht ein Roboter überhaupt Sauerstoff? Vielleicht ist es ein Cyborg oder so. Oder die Maschinen brauchen Sauerstoff. Könnte auch sein. Düdüm. Yay. So viel Eisenerz. Das ist mal krass. Komm schon. So. Also auf dem Hügel können wir eigentlich uns gut niederlassen. Ja, es ist ein bisschen brüchig. Aua. Aua, ich sterbe. Das war's mit dir. Oh, diese Lebensenergie. Okay, gehen wir hier noch nicht hin. Lieber irgendwo hier uns niederlassen. Bei der Höhle. Hier ist die Höhle. Dann können wir uns hier niederlassen. So. Wooden Planks. Nehmen wir die Wooden Planks. Ah nein, das ist nur Hintergrund, oder? Doch, man kann drauf gehen. Okay, Crafting. Wooden Planks. Bisschen Höhe. So.
C, Wooden Planks. Ja toll. Wir müssen noch mehr machen. Haben wir überhaupt noch Holz? So. Ich glaube mit Shift oder so kann man auch ein Breit bauen. Ich habe aber jetzt alles ein bisschen schnell gemacht. Deshalb, ja, deshalb ist es jetzt zwei breit. Nach draußen ein Licht machen. So. Ja, wir können nichts craften. Mäh, ein Schaf. So, wir graben uns ein bisschen herunter. Oh, ho, ho, ho. Das sieht gefürchtig aus. Aber dort hat es einen Pixel-Container wieder. Okay, also es ist sehr, sehr ähnlich mit Terraria. Aber es scheint sehr viel umfangreicher zu sein. Also ich hoffe, es bleibt so gut. Es wird noch besser. Und ja. Wir könnten die Sepplinge setzen. So. Die Kohle. Hier haben wir Weizen. Und Seeds. Das ist noch ein Setzling. I. Noch ein Setzling. Wheat Seed. Das müssen wir draußen pflanzen wahrscheinlich. Kann man nicht. Okay, Bulbup Seed. Auch nicht. Okay, wenn wir hier... Ah, dann wird unten eine... ein Thermometer eingeblendet, was es gerade bewegt. Das war jetzt... Es wurde jetzt wärmer natürlich. So, was haben wir hier? Komm schon, ach Mist. Die Steuerung. Wooten Support. Multi-Wooten-Support. Was ist ein Support? Support heißt Hilfe, Unterstützung. Ein Bett. Brauchen wir 15 Wooten-Planks. Ein Fenster, also ein Gartenzaun. Cobblesbrick Bucket Dirt. Einen Ofen möchte ich gerne machen. Metal Workstation. Okay, aber das brauchen wir noch nicht. Dann können wir das Eisen weiterverarbeiten. So, Steinofen. Ein Campfire und mehr Cobblestone. Okay. Not a Notting Zich Zip. Aha. Ja, jetzt müssen wir warten wahrscheinlich oder so. Können wir nicht das Monster irgendwie austricksen? Ah, jetzt habe ich die Erde nicht mehr hier. So. 6. Kann ich jetzt die Waffe finden? Stehe bändig. Ja, ich treff's. Aber das Monster mehr nicht.
Ich hoffe, hier ist kein Monster. Ne, scheinbar nicht. Mal kurz die Roundcable entfernen. Und irgendwie leckt unten die der Balken. Ach komm schon. Kann man das nicht zerstören? Okay, jetzt. Ach komm schon. Die Musik ist irgendwie noch richtig gut. Wir haben ein großes Höhlensystem hier. Kann man das auch so angreifen? Okay, geschafft. So. Was ist drin? Ja, natürlich nochmal Pixels. Okay, ja, wir brauchen Stein natürlich für den Ofen. Und wenn Tag ist, müssen wir noch ein bisschen Holz sammeln. So. Und ich brauche irgendwie Lebensenergie, sonst traue ich mich nicht weit nach außen. So, machen wir es hier, jetzt geht es schneller. So. Bröckige Stein. Sehr schön. Okay, 30 brauchen wir, glaube ich. Ja, nehmen wir die 30 mit. Und gehen nach oben. Irgendwie sind die Pflanzen ein bisschen brüchig. So, 1, nein, C. Ich muss hier sein. Hä? I. Campfire hinstellen. C. Wie bekommt man jetzt wieder den Ofen? Ja, toll. Ich kann den Ofen nicht mehr machen. Aha. Jetzt checken, man muss mittlere Maustaste drücken. Ja, was brauche ich noch dazu? Ein Campfire, genau, stimmt. Campfire? Da. Na toll. So. Okay. Baum fällen und aufpassen, dass kein Monster kommt. Getting pretty hungry. Oh, wir müssen bald irgendwas zu essen haben. Nicht gut. Gar nicht gut. Vielleicht muss man mal auf Anfang einfach mal ein bisschen sterben oder so. Ah, wir haben Fleisch. Kann man das hier hinpflanzen? So, danke. Jetzt C oder mittlere Maustaste. Campfire. Kraft und Stone Furnace. So.
Ja, jetzt haben wir zu wenig Platz hier. Eins. Aua. So. Mit irgendwas zumachen dann. So. Ja, toll. Bringt sehr viel. Wir haben hier noch Dirt. So. Jetzt können wir sicher hier irgendwas was schmelzen. Passiert was? Na, passiert nichts. Man kann Fleisch nicht kochen. Okay, dann machst du Eisen rein. Das geht. Sehr schön. Also haben wir Eisenbahn. Und aus dem Eisen können wir sicher irgendwas craften. Ich möchte, dass du noch weiter schmelzt. Ja, dann lass es. Eine Kohle haben wir sonst noch. Okay. Das schauen wir mal. Gleich mal. Was wir machen können. Eine Bandage könnten wir noch nicht machen. Ah, hier können wir zum Beispiel einen Anvil machen. Ja, das nehmen wir natürlich. Einen Amboss haben wir auch. Ja, toll. Ich habe nie Platz. Ich habe Platz. Ha! Ich habe Platz. Okay, dann machen wir mal Kamikaze. Oder sollen wir irgendwas essen? Ach komm, Steuerung. Und ihr Fliegen hört jetzt auf. Nein, kann man nicht essen. Ich weiß nicht, was ich tun muss. So. Noch einen Baum fällen am besten. Ja, richtig nice. Cooles Spiel und ja. Ich denke, es geht noch viel weiter. Also, jetzt haben wir erstmal Eisen gefunden. Dann gibt es sicher noch andere Rohstoffe. Gold vielleicht und Diamanten. Und andere Planeten, andere Biome. Ich denke mal, jeder Planet hat nur ein Biom. Kann auch mehr Biome sein. Und also es können noch mehr Biome sein. Und ja. Vielleicht finden wir auch Zivilisation und andere Dinge. Was ist das Grüne da? Ein Väterkron-Seed. Eine Väterkrone Setzling. Ja, und tot. Okay, da sind wir das erste Mal gestorben und wir werden irgendwie wieder zusammengebaut. Aha. Okay, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt eine Rüstung. Ah nein, ist nur Dekoration gewesen. Hier ist nichts. Ship Locker. Hier können wir irgendwas reintun. Wir haben aber nichts Gescheites. Tech. Lock-in. Ah, hier können wir auch rein. Wir brauchen Benzin. Okay. Und dann können wir hier nach anderen, zu anderen Planeten gehen.
Hier ist zum Beispiel Biom Arid, hier ist Forest und hier ist Snow. Aha. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Ah, können wir sogar zum Home teleportieren. Okay, gut. Jetzt haben wir die volles Leben, sehr schön. Wir werden schon wieder extrem angegriffen. Ah, ja, wir sind einfach noch zu schwach. So. Ja, toll. Nein, ihr bleibt dort. Gehen wir lieber ein bisschen hier nach oben. Ah, Pixels haben wir bekommen. Nein, ihr bleibt hier. Ey, was ist denn jetzt los? Okay, die greifen wenigstens nicht an. So, und irgendwie hat es ein bisschen Probleme mit der Performance. Das muss ich noch in den Griff bekommen. So. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann vielleicht ein bisschen mit mehr Wissen. Okay, jo, ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Und ja, gebt mir ein bisschen Feedback. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.